Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe ein Riesenpaket gekriegt, das werde ich euch auch gleich zeigen. Ich werde es nicht hochhalten, aber es ist groß und das wollen wir unboxen. Und ich habe noch keinen Plan, was drin ist. Ich habe eine Ahnung, was drin sein könnte, aber ich weiß nicht, ob es das wirklich ist. Ich werde euch erstmal, werde ich euch was zeigen. So, das ist dieses Paket. So, oh, das hat von Weitem mal sieht. Und momentan, also ich habe es heute Mittag bekommen, aber da ich ja zu tun hatte, hoppala, so, momentan liegt er oben drauf und passt auf das Paket auf. Das ist der Lucky. So, der muss aber auch gleich da runter vom Paket. Dicker, kommst du runter? So, Untersetzer ist ohne auf dem Tisch. Kommst du bitte runter? Ich glaube, er will nicht runter. Aber wenn er nicht runter geht, können wir das Unboxing nicht machen. Ich werde euch mal so machen, dass ihr so ein bisschen verfolgen könnt. Gehst du runter? Na los. Jetzt fängt er an zu schnurren. Jetzt. Er geht. Ja. Ja, ich hab dich doch auch lieb. Ich will aber ein Unboxing machen. Da ist die Kamera. Gucke. Ja. Wäre ganz lieb, wenn du runtergehen würdest. Ich glaube nicht, dass er irgendwie, ja, der ist nicht damit einverstanden, dass ich hier ein Unboxing mache. Gut, Unboxing fällt aus. Kater hat Kartonbeschlag genommen. Ja, mal gucken, vielleicht können wir ja an der Seite irgendwie das aufschneiden, damit wir da trotzdem irgendwie rankommen. Bin ja Katzenpapa. Jetzt muss ich mal gucken. So. So. Da muss ich irgendwie sehen, dass ich die Kamera hier irgendwie hinstelle, damit man da was sieht. So, ich werde mal die Kamera noch ein Stück runter machen. Entschuldigung. Ach du heilige Scheiße. Wartet mal, ich werde das mal alle hier auf der Seite packen, dass ich das dann gleich zeigen kann. Weil, hier ist ein Haufen drin. Ich kann euch schon mal sagen, ja, es ist Skylanders. Aber definitiv mehr als letztes Jahr, wo ich Skylanders bekommen hatte. Und das hat mir schon mega gefallen, muss ich sagen. Viele meckern immer rum, Skylanders ist ein Kinderspiel oder so ein Kinderquatsch und so. Finde ich gar nicht. Also, ich bin 33, ja, und ich spiele das Spiel auch ohne meine Tochter. Gut, ich spiele es auch mit meiner Tochter, aber ich spiele es halt auch ohne meine Tochter. Das nimmt ja kein Ende hier. Also es wird ein sehr langes Unboxing, so wie, oder Hardware-Check oder so, nächster Video, das muss ja das alles erstmal. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir denn noch einen Zettel. Lieber Portalmeister, es ist auch geil. Also schreiben sie dich an, so wie du bist der Portalmeister. Also das finde ich gut. Das ist ein netter Gimmick. Also finde ich besser, als wenn da steht, lieber Medienpartner oder so. Also da finde ich das schon recht geil. So, das packe ich jetzt erstmal. Der lässt sich auch nicht stören. Kann es euch ja mal zeigen. Der lässt sich nicht stören hier. Da, der Karton ist schon ziemlich weit eingedellt, da ich ja jetzt, ich werde das mal so rummachen, dass ihr das so sehen könnt, irgendwie so. Ja, der Karton ist schon ziemlich eingedellt, weil ich habe hier alles rausgeholt. Da hinten seht ihr schon, was draus ist. Und der lässt sich nicht stören. So, aber da muss er jetzt durch. So, dann brauchen wir erstmal noch das Messer. Ja. Entschuldigung, ich mache den Karton auch wieder zu. So, pass mal auf, dann schiebe ich dich hier einfach mal komplett. So, ich schieb dich mal komplett hinten ran. So, dann hat Papa wenigstens noch ein bisschen Platz. So. Macht sich beschissen, muss ich sagen.
wenn sich so eine Katze die richtig schön fett macht, macht sich das extrem beschissen. Ich werde mal versuchen, dass ich den hier noch ein bisschen beiseite schieben kann hier irgendwie. Das ist eindeutig, ich brauche mehr Platz. Ich brauche mehr Platz. So. Jetzt müsstet aber gehen. So. So. Wir haben... Ach du heilige Scheiße. Ja, ich musste jetzt erstmal alles hier... Das sind Figuren. Ich musste mal schnell für euch ein bisschen zusammenordnen, da ich das hier halt irgendwie alles auf dem Bild irgendwie raufkriege. Ist ohne Figur. Das ist eine kleinere Figur. Ich mache das mal einen extra Haufen. So. Oh, das stellen wir mal hier übereinander. Also wenn ihr seht jetzt gerade nicht viel. Das tut mir auch verdammt leid, aber... Ey, sorry Leute, aber ich muss das ja irgendwie hier backen kriegen, das alles irgendwie zu machen. Das sind die Schlüssel. Das habe ich ja in dem Video schon gesehen, auf dem Presseserver und so, dass da jetzt irgendwie was mit Schlüsseln ist. So. Ach, da... Ach, die Hefte von meiner Tochter sind auch noch hier. So. Ich werde jetzt mal alles hier so ein bisschen versuchen so aufzubauen, dass hier irgendwie alles halbwegs raufkommt. Ja, Skylanders seht ihr ja. Muss ja irgendwie hier... Nee, das ist der Leo, der kommt so hin. So. So. Dann haben wir nochmal so, noch mal so einen Schwarzen, der hat das Schwert nach vorne. Achso, das ist ein anderer Schwarzer, okay. Dann haben wir noch einen Kleen. Nochmal einen Kleen. Nochmal einen Kleen. Ein Doppelpack. Nochmal ein Doppelpack. Der Schlüssel haben wir denn in blauen, in pinken. Nochmal einen dunkelblauen. Ja, die Schlüssel werde ich mal hier so, ja, die Schlüssel werde ich einfach mal hier so, so übereinander stapeln. So. Dass man hier halbwegs so ein bisschen durchsieht. So. So. Also das ist es. Das ist das Ganze, was ich gekriegt habe. Oh, jetzt so. Jetzt muss ich den Kater doch mal runterschubsen. Stell den Karton einfach mal auf den Stuhl. So. Sonst habe ich hier keinen Platz und das stört mich einfach mit dem Karton. So. Das ist verdammt viel. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Ich glaube, ich werde nicht alles auspacken. Ah, scheißegal. Das wird ein Big Unboxing. Wir packen alles aus. Wir packen alles aus und wir fangen am besten, würde ich sagen, mit Skylanders an. Mit dem direkten Hauptspiel. Ich stelle die mal hier alle in den Hintergrund so ein bisschen. Also das ist ja... Puh. Also erstmal ein fettes Danke an Activision. Weil voriges Jahr waren, habe ich ja nur dieses Starter-Paket bekommen. Und... ja, ich muss hier sehen, dass ich das hier alles irgendwie halbwegs gebacken kriege. Dass das hier irgendwie steht. Und mir nicht zu sehr den... Weg blockiert. Also voriges Jahr hatte ich ja nur dieses normale Starter-Kit bekommen. Da konnte ich dann im Spiel natürlich nicht überall hin, weil man da bestimmte Figuren braucht aus den vorherigen Spielen. Ja, zum Beispiel Giganten oder so. So, wir haben jetzt, was mir auf den ersten Blick auffällt, ist erstmal, wir haben eine neue Station. Die sieht jetzt anders aus. Ich kann euch mal die alte Station zeigen. Die habe ich nämlich, wo habe ich sie denn hingepackt? Ach hier, da stehen nämlich meine Figuren schon drauf. So, das sind die meine Figuren aus dem ersten Starter-Paket. Und so. Ich spiele Skylanders absolut gerne. Das ist wirklich ein schönes Spiel, wo man sich dann abends hinsetzen kann und einfach mal, oder mit Tochter zusammen. So. Und das ist die alte Plattform, so ein bisschen in steinmäßig gehalten. Und wenn ihr das an USB anschließt, dann leuchtet diese Platte. So, und die Figuren waren halt mit bei. Also einmal so Ninja bei der ersten Version. Da konnte man nichts machen. Und zwei, also einmal den und einmal den. Das ist diese Swap Force, da kann man die dann so runternehmen und austauschen. Ja, Skylanders Swap Force war das.
ein sehr schönes Spiel. Also wer Skylanders gerade anfängt oder so, kann ich wirklich nur empfehlen, sich wirklich jeden Teil zu holen, weil es wirklich megamäßig Spaß macht. So, aber jetzt fangen wir hier gleich mal an. Wir haben hier zwei Schlüssel drin, zwei Figuren haben wir drin, die neue Plattform haben wir drin und natürlich das Spiel ist auch enthalten. So, auf der Thumbnail wird dann wahrscheinlich nur so ein, also ohne PlayStation 4, PlayStation 3, Wii und was weiß ich sein. Da wird nur diese Skylanders-Covers sein, weil Activision hat bei Packshots, oh, der Kater ist weg, cool, hat mir bei Packshots halt nur dieses gerade zur Verfügung gestellt, was denn halt sozusagen für alle sein soll. Was ich aber auch gut finde, da machen sie sich auch ein bisschen weniger Arbeit, dann passt das schon. So, dann haben wir hier hinten, jetzt brauche ich erstmal meine Brille. So, dann haben wir hier hinten, muss ich erstmal so, ich mach mal so, dann seht ihr vielleicht noch einen Ticken mehr, weil ist mittlerweile auch schon abends. Haben wir hier oben die neuen Figuren drauf. Dann stellt er sie da rauf und dann taucht sie im Spiel auf, das kennen wir ja. Hier hat es mit den Schlüsseln was auf sich. Den können wir, da ist der Böse, den kenne ich ja. Okay, ach, den können wir damit rufen. Mhm. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ich werde auch die Gameplay-Review werde ich wieder aufnehmen mit Facecam, dass man das sieht, praktisch die Facecam werde ich dann nach unten auf die Plattform richten, dass ihr seht, was da auf der Plattform in dem jeweiligen Moment passiert. Hier haben wir denn die Figuren drin. Das ist der Böse, das sind die Guten. Ja, und das Spiel ist für ein bis zwei Spieler. Mindestens 24 GB wird vorausgesetzt, ein DualShock 4 Controller und HD Videoausgang 1080p. Ja, so, dann würde ich jetzt aber sagen, jetzt packen wir das gute Stück echt mal aus. Ich muss jetzt mal gucken, wie rum wird denn das ausgepackt? Ich glaube wieder nach oben, oder? Ja, nach oben wird es wieder ausgepackt. Hoppala. Na. Oder doch nicht nach oben? Doch, 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 doch. So. Also finde ich richtig klasse. Da kann man richtig vernünftig testen mit einem schönen Stapel an Skylanders. Was haben wir denn hier? Okay. Ich werde jetzt erstmal wieder hier alles auspacken. Da freut sich meine Tochter. Die muss ja denn zum Testen herhalten. Also ich werde das jetzt nicht nur... Also ich mache natürlich heute die Gameplay-Review. Jetzt so raus. Ach, komm doch raus, du Arsch. So, jetzt. Ich mache natürlich die Gameplay-Review heute noch. Aber... Es ist fest drin, ne? Ich spiele es natürlich dann auch mit meiner Tochter und dann wird es dann nochmal ein Video geben, wo ich euch so das Fazit von meiner Tochter sagen kann. So. So. Da haben wir einmal... Ich werde auch nur dieses Unboxing machen zu Skylanders, deswegen werde ich es auch was länger lassen. Ach so, das ist aus Pappe. Das ist aus Pappe. Da haben wir hier praktisch aus Pappe so ein Ständer und da kommen die Schlüssel rein. Ich habe hier einen Wassertropfenschlüssel. Sind die verschieden? Hier gibt es verschiedene Wassertropfenschlüssel. Ach so, das ist für den Typen jetzt. Das ist der Gecko. Wo ist denn der abgebildet? Der ist hier nicht drauf. Gulp. Steht hier irgendwo ein Name? Ob der Gulp heißt? Der hat zwei Schwerter, ja. Und eine goldene Krone, nee, das ist er nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es Gulp ist, aber jedenfalls so. Und dann kann man dann den Schlüssel hier reinpacken. Und dann haben wir noch einen grünen Pflanzenschlüssel, der kommt daneben. So, das ist schon mal sehr positiv. So, dann kann ich mir das nämlich gleich, das werde ich mir erstmal hier daneben stellen. Und die Figuren auch, die ich schon habe. Ich werde euch dann natürlich am Ende gleich alle Figuren zeigen. Einmal das Spiel,
Da kommen wir dann auch zum ja, das ist ja, werden wir auch dann gleich noch zeigen, was drin ist. Ich will jetzt erstmal nur euch die neue Plattform zeigen und hier sind wieder, was sind hier, Codes sind hier drin für Aufkleber. Aha. Für diese Poster, die man an der Wand hängen kann. So, da sind auch wieder diese Aufkleber mit bei. Seht ihr jetzt nicht? So. Da könnt ihr euch das praktisch auf dieses Poster, wo alles Geiles drauf sind, rankleben mit einem Code. Und dazu sind auch die dementsprechenden Karten, die sind dahinter. So, dann werden wir auch das Spiel gleich mal noch zeigen, wenn wir schon mal dabei sind. So, also ein ganz normales PlayStation 4 Spiel. Eine Anleitung ist nicht mit drin, weil die ist ja hier schon, weil es was größer ist. So. Ja, finde ich schade, dass bei PlayStation 4 gibt es nichts mehr mit diesen Wendecovern. Da ist halt jetzt hier die Beschreibung drin, Garantie und so was alles. So. Aber diese neue Plattform, die will ich nämlich unbedingt jetzt auch euch mal präsentieren, wie die jetzt aussieht. Ich will die nämlich selber auch mal sehen in Betrieb, wie es aussieht. Muss ich erstmal meine PlayStation anschnipseln. So. Nee, Spiel sollst du drinnen lassen. Ich will nachher noch zocken. Achso, muss ich ja sowieso Skylanders drin machen. Siehst du, hätte ich ja Skylanders schon. Wenn wir Skylanders mal gleich drin machen zum Installieren. Dann kann ja das nebenbei hier schon mal installieren. Hat die PlayStation was zu tun. So. Und so, der Kabel ist wieder schön lang. Aber jetzt werden wir jetzt mal anschließen, weil ich bin mega gespannt. So. Oh. Oh. Jetzt ist, ich weiß nicht, so, hält man nochmal ein bisschen tiefer mal. So, jetzt werde ich mal so machen, dass ihr das vielleicht so hier ein bisschen besser seht. Ich mache mal Licht aus. So, jetzt ist der Außenkreis nur beleuchtet. In der Mitte, bei dem alten ist ja eine Mitte weiß. Das sieht auch mit diesem, ja, da hat es auch diese Bruchstücke. Aber das in der Mitte ist jetzt einfach nur so ein Plexiglasteil. Und da stellen wir dann praktisch unsere Figuren rauf. Ich bin mal gespannt, wie der das erkennen soll. Da muss hier unten irgendwo was drin sein. So, und dann stellen wir da die Figuren rauf und die ertauchen dann natürlich im Spiel auf. Dann haben wir hier noch einen Schlüssel, den können wir dann hier reinmachen. Drehen können wir nicht, der ist einfach nur zum Reinmachen. So, können wir rausmachen. Aber ich finde das Beleuchtete schon mal sehr schön. Ja, mein Tisch ist ein bisschen uneben, deswegen steht das auch ein bisschen uneben. Ist auch sehr gut verarbeitet. Ja, ich mache denn hier Hardware-Check gleich alles mit drinne, weil das ist, werde ich in die Kategorie Game-Unboxing oder so rinklatschen, habe ich ja extra gemacht. Oh, das finde ich ja schick. Das finde ich schick, wenn ihr das seht. Da sind so Löcher in diesem Plaster und dadurch sieht man halt diesen weißen Ring, so ein Stück weit. Da ist ein anderes Symbol und da ist wieder ein anderes Symbol. Das finde ich ja sehr nice. Und hier vorne, jetzt werde ich nochmal Lichter machen, dass ihr das besser sehen könnt. Hier vorne, nehmen wir mal den Schlüssel, hier machen wir den Schlüssel sozusagen rein. So, und hier vorne ist dann praktisch so wie so ein Tor mit einem Schloss. Also das geht nicht auf, das ist halt nur verziert. Sieht aber sehr, sehr schick aus, muss ich sagen. Also da bin ich mal mega gespannt. So, jetzt werde ich das erstmal wieder hier einpacken. Weil wir kommen, wenn so ein großes Paket ist, würde ich sagen, dann machen wir das auch richtig. So, ich zeige euch erstmal nochmal die Figuren, die halt mit bei waren. Also wenn ihr Skylanders Swap, ach nicht, heißt ja jetzt nicht Swap Force, heißt jetzt Tap Team. Wenn ihr das kauft, ein Starterpaket, bekommt ihr praktisch diesen hier mit bei. Diesen komischen Gecko oder was das, oder Drache oder keine Ahnung. Der ist mit bei. So. Sieht doch cool aus. So, dann haben wir noch hier so eine stachelige Tomate, würde ich jetzt mal nennen. Ja, so ein Pflanzentyp mit einer Wumme. Da wo kommen Tomaten rein. Einer hat eine Hand. Der schießt mit Tomaten. Sieht auch aus wie so eine kleine stachelige Tomate. So. Und dann würde ich jetzt sagen, da ich jetzt hier ja mein
diese Plattform jetzt hier hingestellt habe und da wirklich so ein Arsch voll drin ist, packen wir das jetzt einfach mal zusammen alles aus. So, hier ist halt auch wieder hinten erklärt, dass wir den Schlüssel da reinmachen. Der leuchtet dann sogar, sehe ich hier gerade. Also hier seht ihr das, da reinmachen, da leuchtet er. Und dann taucht der im Spiel auf. Ach, dann kann man praktisch über den Schlüssel... Aha. Also so wie das aussieht, kann man dann über den Schlüssel eine andere Figur dazu rufen. Also nicht nur die eine, die man auf die Plattform stellt, sondern über den Schlüssel noch eine zweite Figur. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Also das gefällt mir wirklich. So, und das werden wir jetzt mal auspacken. Du kommst jetzt nicht hier ruf. Irgendwie geht's hier auch auf. Das ist doch wieder eine Frauentechnik hier. Machen wir einfach so. Ach, der... Okay, ist doch nicht doppelt. Er fällt von oben runter. Toll. Das ist ja wieder richtig klasse. Das ist ja wieder ganz, ganz großes Kino. Und ich mache mir hier Mühe und so. So, jetzt werde ich aber die Packungen, die werde ich dann alle wegschmeißen. Da muss ich mir jetzt erstmal gucken, wo hole ich denn die jetzt hin? Oh, Entschuldigung, wenn es jetzt wackelt, aber ich werde mir hier mal schnell noch eine Tüte nehmen. Und mir hier an der Seite hinstellen, wo ich diese Verpackung denn reinklatschen kann. So. Und, ach so, brauche ich die Verpackung ja noch, dass ich weiß, wer das ist. Das ist FreeTap. Nee, FireTap. Fire ist hier. Ja, aber hier steht kein Name. Steht ja ein Name. Hier steht kein Name. Hier steht kein Name. Hier steht nur... Was? Speichert nur... Ach, der ist zum Speichern von Schurken! Der speichert nur Feuerschurken. Also ist das egal, wo wir den reinmachen, weil der hat ja noch keinen Schurken gespeichert. Das kommt ja dann immer erst. Denke ich mal, weil, ja, anders wüsste ich das jetzt auch nicht. Ja, das muss mir man, das muss man ja auch mal wissen, ja. So. Oh. So. Noch eine Anleitung. Die Anleitung werden wir dann zum Schluss uns mal alle angucken. Was ist das? Magik. Magic, okay. Magic ist lila. Der kommt da hinten hin. So, was haben wir hier noch? Erde. Earth. Earth. Auch wieder so ein Hammer wie bei dem Grün. So. Rüber. Earth. Earth ist hier. Aber hier oben haben wir noch, was haben wir noch? Chaos. Ein einzigen für Chaos haben wir. Habe ich Chaos? Habe ich Chaos? Antel, also der Totenkopfteil. Ach so, der kommt da unten hin. Aber Chaos habe ich nicht. Dann muss ich gleich dann nächste Woche, morgen bin ich ja in Luckenwalde. Ich mit der Kleen gleich mal zu Mediamarkt. Ach Quatsch, zu... Ist doch erst. Ach so, ja, erst. So, das ist da. Und dann werde ich da gleich mal einkaufen gehen. Ich will ja noch diesen Giganten haben. Weil ich habe für meinen Skylanders habe ich noch, wollte ich immer wieder welche kaufen, aber ja, bin noch nicht dazu gekommen. Aber so einen Giganten will ich haben und die haben sie gerade bei Marktkauf im Angebot gehabt. Was haben wir? Hier Wasser haben wir nochmal. Und da muss ich unbedingt mal hin. Dann werde ich mir auch noch
Schlüssel holen, die ich noch nicht habe. Dass ich das auch vernünftig denn zocken kann und wenigstens von jedem ein oder zwei Schlüssel habe. Was haben wir hier noch? Stern. Irgendein Stern. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Was ist das? Was ist das? Ein Stern? Das ist... Was sind das? Steht nicht da. Toll. Welcher ist denn das? Das ist doch der. So, hier ist... Mantel. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Hier steht Earth auch drauf, aber hier steht nur Stern. Aber hier ein Sternsymbol haben wir. Doch, Sternsymbol haben wir. Das ist hier hinten. So, Stern haben wir denn zwei. So. Auf jeden Fall nochmal einen riesen Dank an Activision dafür. Und Leute, ich kann euch wirklich nur raten, die... Oh, mit dem Wirbel. Wo haben wir einen Wirbel? Da, Wirbel. So, also ein paar fehlen mir noch, auf jeden Fall. Ich brauche noch diesen schwarzen und mit dem Zahnrad, den habe ich auch nicht. Den brauche ich noch. So, jetzt werde ich das erstmal alles hier reinpacken. So. Ja, Ordnung muss sein, Leute. Ich habe das jetzt hier alle drauf geklatscht, also Ordnung muss sein. Ey, das wird ja mega lange das Unboxing. Und meine Kamera, die ist jetzt bei einem Balken, also ich muss mich jetzt langsam echt beeilen. So. Dann würde ich sagen, wir fangen erstmal mit diesen Doppelten an. Das sind... Ach du Scheiße. He in EX und I Smile. Ach du Shit. So. Da kann man das doch, jetzt werde ich gleich, das doch mal lieber gleich wegpacken. So, das ist so ein Doppelpack. Ach so, hier wegklappen. Ja, da müsst ihr aufpassen beim Rausmachen, weil diese hier in Elix hat halt nur so einen dünnen Kopf, also so einen dünnen Hals, nicht dass er den abruppt. Und kann man den nach hinten rausschieben irgendwie? Ach so, ja, jetzt sagt er. So, hier in Elix. So, dann haben wir hier die Aufkleber dazu natürlich mit bei. So, dann haben wir hier nochmal, wie bei den kleinen, bei den Schlüsseln, aber hier ist es halt, so, ja, dass man sie nicht essen soll und verschlucken soll. Ich bin alt genug, ich weiß, dass ich sie nicht verschlucken darf. So, und dann haben wir halt hier nochmal die Skylanders Karten zu diesen beiden. So. Dann das nächste Zweierpaket, würde ich sagen. Wir tasten uns langsam so nach vorne. So, da haben wir dann hier wieder die Zettel. Ich werde das mal zuerst machen. So, eine Karte. Na, komm noch raus hier. Ist nur eine? Ist nur ein Aufkleber mit bei? Nee, da ist der andere. So. So. Wenn wir so hinmachen, so dass ihr das seht. So, da sind wieder die Aufkleber. Jetzt leuchtet schon meine Kamera auf. Na toll. Und die beiden Karten. So, wenn nicht, muss ich das erstmal laden und dann nehme ich danach weiter auf. Weil wenn, dann mache ich das richtig und wenn sie mir schon netterweise so einen richtig schönen Satz zusammenstellen, dann so, möchte ich das auch vernünftig präsentiert wissen. Och Katzen, ihr habt doch nur Blödsinn im Kopf. So. Und das sind jetzt dieser Shark-Typ und ach, der sieht ja süß aus, der Drache. Mit den großen Glubschaugen. Also der sieht ja guldig aus.
Und hier haben wir dann nochmal den Shark-Typen. So. Ich stell die mal alle hier hin. Ich werde die euch nachher dann nochmal alle komplett zeigen. Jetzt haben wir Torch, also einen Flammentypen. So. Oh, die sind ja auch cool drin. Also, was ich gut finde, da hinten ist die Karte. Und dann kann man das hier wegklappen und dann kann man die Figur rausmachen. Also, das ist nicht einfach nur so ein sinnloses Rausholen. Also, dabei haben sie sich schon was gedacht. Und es geht wirklich, kann ich euch gleich nochmal zeigen, wirklich super auf. So, dann haben wir einmal die Karte. Dann haben wir hier einen Aufkleber. Und die Figur an sich. Oh, hier ist ein Einzelner, der hier praktisch die Figur an sich stützt. Muss ich euch mal zeigen. Also wenn ihr, so ist es eigentlich drauf. Ja? Und dann könnt ihr das hier wegmachen. So. Und dann, das hier ist auch nochmal einzeln. Was praktisch die Figur von hinten stützt. Finde ich sehr gut. So. Und dort ist dieser Feiertyp. Sieht auch sehr geil aus. Ich glaube, der leuchtet vielleicht sogar. Weiß ich nicht. So, Feier. Und jetzt zeige ich euch das mal. Alle die, die schon mal ein Unboxing von mir gesehen haben oder andere Unboxings gesehen haben, wissen, wie schwer manchmal was auszupacken ist. Dass es da teilweise, dass man sich da halb die Pfoten aufschneidet. Hier einfach oben fest, einmal gerissen, auf. Dann kann man hier so machen. Figur raus. So, das ist die Beschreibung. Packung weg. Einmal umgeknickt. Das auch nochmal umgeknickt. Und schon hat man die Karte und den Aufkleber. Und die Figur einfach, ja, hier an der Seite so ein bisschen wegknicken. Na gut, die ist was fester drin. Und schon haben wir sie draußen. Ich werde die mal so machen, dass ihr das vielleicht seht. Ja, der sieht auch nicht schlecht aus. Der hat hinten so einen Ventilator drauf. So ein, auch nicht schlecht. Ach, das ist so, ja, so ein Zahnradtyp. Sehe ich gerade. Der hat nämlich hier, oh nee, das sind Zahnräder. Aber unten ist hier auch abgebildet, was der ist. Das seht ihr, scheiße. Da ist so ein Zahnradsymbol. Jetzt seht ihr das. Und bei dem Feuertypen ist natürlich da eine Flamme zu sehen. So, jetzt haben wir noch, vielleicht schaffen wir doch noch alle zu machen. Muss ich mich jetzt ein bisschen ranhalten. So. Der sieht ja auch goldig aus. So, da haben wir den Funny Bone. Und dort ist der Aufkleber zu Funny Bone. Und Zettel weg. Und dort ist Funny Bone. Finde ich echt süß. So. Jetzt. Ja, die Kleinen sind alle weg. Jetzt kommen wir an die Großen. Oh, die sehen ja aber auch wirklich groß aus. Sind das Giganten? Das sieht aus, als wenn das Giganten sind. Also habe ich jetzt wirklich doch Giganten mit bei. Weil das sind, kann ich euch gleich zeigen. Oh, ja, wie kriege ich denn das jetzt auf? Ich glaube, einfach hier oben reißen, oder? Nicht? Ich habe auch keinen Bock mehr, die Pfoten aufzuschneiden. So, machen wir das einfach mal weg. Ah, einmal oben weggerissen. Hier weg. So, ich habe eine E-Mail. Was mich jetzt aber nicht so wirklich interessiert. Wieso leuchtet? Achso, die hat die Hecke angemacht. Wollte gerade sagen, was leuchtet, nee, weiß. Jo. Ja, die großen sind etwas schwerer auszupacken. Die schneide ich jetzt einfach mal hier komplett auf. Fast alle gleich raus. Und gleich Ordnung machen. So. Da haben wir dann einmal den
Aufkleber. Und die Karte. Und das scheint wirklich in Tapmaster. Ach so, hier steht nur, dass es eine Figur ist. Und hier steht, dass es ein Tapmaster ist. Das ist ein Meister. Okay. Und jetzt kann ich euch das, kann ich euch das mal so im Vergleich zeigen. Also die normalen Figuren, wie groß die in dem Satz, so seht ihr das besser, zu diesem Tapmaster sind. So kann ich mal so daneben stellen. Die sind wesentlich kleiner, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel, ich nehme mir mal jetzt so ein von Swap Force, nehme ich mir mal ein. Ja, ne, der ist eigentlich so groß wie so ein Master. Der von Swap Force ist so groß wie ein Master. So. Jetzt werden wir so weiter. Wir müssen uns beeilen. So. Weil die Cam blinkt hier wild auf. Ich hatte die vor kurzem erst geladen. Ich muss mir unbedingt mal den nächsten Ersatzakku dafür kaufen. Definitiv. Ah, jetzt geht's doch auf. Ups. Da springt er mir gleich entgegen. So, jetzt habe ich das hier natürlich alle. Ach, das ist der Fette. Ja, wo ist denn die Karte zum Fetten? Die haben wir auch hier. So. Ach so, hier. Das ist ja auch clever. Zack, abziehen. Und schon ist er raus. Hoppala. Jetzt werde ich ein bisschen nervös, Leute. Aber das ist nur, weil die Zeit nicht ausreicht, glaube ich. Einmal Aufkleber. Einmal Karte. Auch wieder ein Tapmeister. Und das ist dieser. Aber zu diesen Figuren, ich denke mal, weil die Kamera so scheiße gerade rumspackt, dass die halt sagt, ich will nicht, ich bin leer, werde ich wahrscheinlich dann nochmal ein einzelnes Video machen und euch die alle nochmal genauer vorstellen. Ich hoffe, die zwei schaffen wir noch. Leuchtet schon braun auf. Ich beeile mich, Leute. Dass ich das hier in dem Abwasch wegkriege. Dass ich das denn heute noch gleich online stellen kann. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, nachher noch gleich zu spielen. Weil es schon spät ist und ich morgen früh bei Zeiten raus muss mit meiner Tochter. Kann nur sein, dass ich es morgen erst spiele. Ich werde es, meine Tochter, die ist auch gerade aufgestanden und steht da mitten im Flur, weil sie neugierig ist und sich freut auf das neue Skylanders. Weil sie weiß, wenn Papa das kriegt, dann wird die spielen. Dann muss er ja, sie will ja den mittesten und ja. Und dann spielt Papa mit Tochter. So, schnell hinne machen. Ja, die grinst sich hier ihn ab. Ich möchte sie euch aber nicht zeigen, weil ein bisschen Privatsphäre möchte ich auch noch haben. Und ich möchte nicht, dass meine Tochter so in den Medien ist. So. Ritter mit Schwert. Wir haben noch einen Ritter mit Schwert. Der sieht genauso, ist der gleiche sogar. Ach, das ist der gleiche. Den haben wir doppelt. Okay. Aber auch nicht schlecht. Schwerttypen kann man nie oft genug haben. Hm. Okay, jetzt habe ich hier das Plastik gleich weggerissen. Boah, fuck. Da muss ich mir wahrscheinlich dann morgen mit meiner Tochter beim Marktkauf doch mal so eine Skylanders-Box holen, weil ich habe die bis jetzt immer im Schrank stehen gehabt. Das sind aber jetzt ein bisschen viel mehr, als ich gedacht habe. Und ja, da muss ich mir dann so eine Box holen. Das ist der gleiche. Ja, ist genau der gleiche. So, und dann haben wir hier die Karte nochmal zu ihm. Ich gucke nochmal nach. Ist es der gleiche Crypto King? Crypt King. Habt ihr auch gleich die Werte? 180, 150. Jo, gleichen Werte.
Jo, Aufkleber ist auch wieder mit bei, logischerweise. So, dann haben wir das hier soweit abgeschlossen. Wir können ja noch mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt einen von den neuen auf so eine Skylanders Plattform setzen. Oder auf die Skylanders Plattform setzen, ob da was passiert. Nee, eigentlich momentan noch nicht. Aber ich finde den geil. Schwarz, mit einem schwarzen Schwert, das ist so durchsichtig. So, ja, wisst nicht, das könnt ihr, das spiegelt so ein bisschen, das seht ihr so schlecht. Aber man kann, ich werde mal den Finger dahinter machen, das seht ihr vielleicht so ein bisschen. Da, das ist durchsichtig, ist voll geil. So, dann werden wir das hier auch nochmal wegpacken. Bin ich jetzt richtig, richtig heiß auf die Gameplay-Review, muss ich euch gestehen. Die Karten, werde ich mal zu den anderen Karten und so alle packen. So, da bin ich jetzt gerade richtig, richtig heiß. Packe ich nachher dazu. Ich packe die jetzt erstmal hier rein. Weil mir macht, also viele meckern immer rum, Skylanders ist ein Kinderspiel und gut, ich hab eine Tochter, ja, und mit ihr spiele ich auch. Aber Skylanders habe ich auch vorher und schon gespielt und auch alleine gespielt, weil es einfach megamäßig Spaß macht mit diesen Figuren. Ich werde mal die Kamera drehen, dass ihr mich so seht, wenn ich so mal mein Fazit abgebe. So, weil ich finde die Figuren alle sehr niedlich gemacht und sehr geil gemacht. Und da geben sie sich wirklich Mühe, dass die wirklich grafisch gut aussehen. Grafisch gut aussehen. Sehr gut aussehen. Und vor allen Dingen bei jedem Skylanders kommen ja neue Figuren dazu. Und da lassen sich auch mal wieder was einfallen. Und die sehen einfach mal echt geil aus. Kann man nur nicht anders sagen. Die sehen nun mal geil aus. Oder wenn ich mir den goldenen Löwen hier ankicke mit seinem riesen Schutzschild. Also, finde ich schon schick. Ja, also, ja, ich werde auf jeden Fall zu diesen Figuren. Ich habe jetzt, kann ich euch auch nochmal zeigen, ich hoffe, das reicht. Zweimal den sind zwei. Dann habe ich die zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 19, 11, 12, 13 Figuren habe ich jetzt. Die werde ich euch dann, die werdet ihr alle sehen in der Gameplay-Review. Ich werde das extra so machen, dass ich wirklich jeden von diesen, die ich habe, in der Gameplay-Review benutzen werde. Ja, also wird es wahrscheinlich eine etwas längere Gameplay-Review werden, da wir ja alle testen wollen und auch ein bisschen was mit denen spielen wollen. Vielleicht wird es mehrere Stunden sein. Dann mache ich halbe Stunden-Parts, werde ich sowieso machen. Und dann vielleicht zu jedem eine halbe Stunde, dass ich mit jedem eine halbe Stunde spiele. Und dann gucken wir uns den mal an. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Zu jedem eine halbe Stunde. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Oh, aha. Jetzt habe ich mir ein bisschen übernommen. Das wären 6,5 Stunden. Ich überlege mir das nochmal. Ihr könnt ja unter das Video posten, ob ihr das wollt, dass ich mit jedem eine halbe Stunde spiele, dass ihr die mal sehen könnt. Und ja, dann, wenn ihr das wirklich so wollt, dann wären das ja, 6,5 Stunden Material, werde ich halt mit jedem eine halbe Stunde spielen. Ja, aber ich würde mich jetzt erstmal verabschieden. Ich werde das Video jetzt bearbeiten, schneiden, rendern, hochladen. Und morgen setze ich mich dran und mache die Gameplay-Review dazu. Wenn ich bis dahin, wäre schon geil, wenn ich bis abends, wo ich denn dazu komme, so ein bisschen Feedback hätte, ob ihr das wollt, dass ich mit jedem eine halbe Stunde mache oder nicht. Ein Daumen nach oben, wenn euch das Unboxing gefallen hat, wäre auch nicht schlecht. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder Vorschläge für Skylanders oder allgemein, einfach unten in die Videobeschreibung posten. Ja, ein bisschen Feedback wäre halt nicht schlecht. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.